Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen wieder in Mamas altmodische Schatulle zuallererst. Rein haben wir den Mythic Zoidberg am Start. Mythic Zoidberg, geil. Geheime Schatulle. So, dann haben wir hier diese Lord Griffin Tire Box mit Lord Griffin, sagt Zentmünzen, Peter, Daughtry, Mansion, Dinner Date, Front, Lois Griffin, Dream Millionaire und diesen ganzen Combo Masteries hier. Wenn es euch interessiert, unten in der Beschreibung gibt es den Link zur ausführlichen Erklärung dieser Tire Box. Dann haben wir die Mac Tire Box hier mit Max in Charge, Tom Landry Baseball Team, Himalayan Observatory Ma Monks, Mac Griffin Cuddles, Chinchilla Dick Wayne, Playlist Mac. Und diesen ganzen Kombos auch dazu einfach mal unten in die Videobeschreibung reinschauen. Da gibt es dann einen Link zu der ausführlichen Erklärung der Mac Tire Box. Dann haben wir hier das Mythic Tina Pack mit Cognac Bender, Beer Festival, Beer Tasting, Francine Smith, Eggnog Roger, Eierflip Roger, Tropical Drinks und so weiter und so fort. Ja, das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass ihr noch irgendwelche Drumkarten dann sehen werdet. Dann haben wir hier die Baseball Applesauce Box. Da bin ich jetzt ein bisschen irritiert gewesen, als ich die gesehen habe, weil das ist ja hier alles Sport. Baseball Chris. Den können wir mal ganz kurz hier hochleveln auf 1230, 629. Softball Player Jerome, Deathballs, Board Spot 5000, Philip J. Fry. Chris Griffin, Chris Cross, Apple Sauce. Gab es auch schon die Combo Mastery dazu. Golfer Amy, Truthahn-Tanz, Roller Derby, Damenring und Erotic Friend Fiction. Philip J. Fry, cool. Chris Griffin, cool. Sportsbot, cool. Deathball, cool. Softball Player Jerome, cool. Also auf jeden Fall. Crisscross Applesauce, cool. Wundert mich ein bisschen. Ah, das wird wahrscheinlich. Ich ahne was. Kann es sein, dass momentan wieder. Wir waren jetzt auch bei Fortnite, waren diese Baseball-Skins drin gewesen. Major League Baseball, dass da irgendein Finale oder sowas gerade ist. Kann das sein? Major League Baseball. Start der MLB. Ja, die Baseball, Major League Baseball Liga hat wieder begonnen, oder was? Kann das sein? Bin ich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Es kann sein. Könnt ihr mich ja mal informieren. Es kann sein, dass die Major League Baseball jetzt wieder neu gestartet hat. Also Baseball, mega krasser, geiler Sport. Aber, also wenn unsere Fußballer sich beschweren, dass sie einmal die Woche spielen müssen, im Baseball, das ist krass, das ist wirklich krass, das geht wirklich, also die haben alle paar Tage, also wirklich, eigentlich fast jeden Tag haben die irgendwo ein Spiel, das ist so unfassbar und dann dauert so ein Spiel auch noch ewiglich lange. Baseballspiel dauert ewig, das ist unfassbar. Aber mega spannend. Also, ich hätte nie gedacht, dass das Ding mich mal so kicken würde. Ich vermute, dass die Major League jetzt wieder angefangen hat. So, das wäre es jetzt hier dazu. Dann sind wir schon bei den Combo Masteries für heute angelangt. Also, ich gebe jetzt mal einfach mal so eine Prognose ab. Es gibt keinen Sport-BGE als nächstes, sondern ich glaube einfach, dass die Major League begonnen hat. So, dann gucken wir jetzt hier mal rein. Hier haben wir jetzt gleich als allererstes diese Combo Masteries. Das ist das hier. Mit Army Quagmire. Die kenne ich überhaupt noch gar nicht. Die habe ich auch noch nie gesehen. Gut, hängt natürlich damit auch zusammen, dass ich kein Quagmire spiele. Gehen wir mal runter. Das ist hier mit vielen Waffenkarten. Hier. Deers with Guns, Doomsday Device, Bazooka, Bazunga, Cat Launcher, Cork Gun, Cat with Gun, Cat Guards, Katana Trisha, Takana, Dale's Artillery, Putty Strafe, Finger Gun Gale, Frot Boy Terrorists oder Frot Boy Mobile Oppression,
Heatpacking Priest. Ja, da kommt auf der rechten Seite dann Cheers All raus. Das ist schon geil. Zehnfach Cheers All. Dann hast du Bodyguard. Und dann hast du eine Bombe. Also das, der ist echt nicht schlecht hier. Der, das ist eine gute Karte, auf jeden Fall. Halt eine reine Support-Karte, wenn du so willst. Der Army Quagmire, aber der ist schon stark. Also wer einen Mythic Quagmire hat, das ist eher selten der Fall. Sollte sich jetzt überlegen, ob er da was reinpayen will oder kann und will oder wie auch immer. So, dann haben wir die Rambo Lois als nächstes. Da können wir jetzt auch schon wieder maxen. Ich weiß noch, Rambo Lois, vor der habe ich früher richtig Angst gehabt. Pantry Guns, okay, hier mit Pantry Guns 43 im First Hit. Das ist aber auch das Einzige, ne? Rambo Lois wirklich nur mit der Pantry Guns, ansonsten nur Epics und Commons. Ja, gibt man dafür 500 Gems aus? Also ich tue es definitiv nicht, kann ich euch sagen. Aber wenn einer eine Pantry Guns am Start hat, plus Lois Griffin maxed, warum nicht? So, Devil Luan. Devil Luan, da sind wir hier bei der Luan Platter und dann können wir auch schon wieder hier maxen. Um mal hier so ein bisschen da rein zu checken, was da los ist. Hier haben wir mit Rogers Kleiderschrank, also es gibt einen Devil Bobby, es gibt einen Devil Hank, die sind beide mega OP und es gibt eine Devil Luan. Boah. Boah. Die sieht halt mega OP kacke aus. Also ist aber jetzt nicht so schlecht, muss man auch sagen. Also muss man fairerweise dazu sagen, du kriegst hier mit Rogers Kleiderschrank 15 Lebenspunkte mit hinzu auf die Karte, wenn eine Combo gespielt wird. Du kannst dich durch eine Mauer durchbohren. Mit dem Stoß, 21 Stoß, dann hast du 25-fach Blutsauger. Das heißt also, wenn diese Karte Schaden macht, was durch diesen Stoß, durch die Mauer sehr wahrscheinlich ist, dann regeneriert sie wieder 25 Leben und das ist schon echt nice, sage ich mal. Es ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit einem Devil Bobby oder einem Devil Hank, das definitiv nicht. Hier gibt es noch mit Book of Spells, mit Scary Mask, Witch Kostüm und Stan's Haunted House. Aber ich sag mal so, es ist jetzt, ja, du kannst damit mit Sicherheit auch die ein oder andere Karte down bekommen, ja. Würde ich jetzt in Devil Luan? Nö, weil ich würde auch keine Luan spielen. So, hier kommen wir jetzt allerdings zu einer Karte. Das ist der Sexed Teacher. Und ich bin mir jetzt gerade nicht so wirklich sicher, ob ich den schon hier erforscht habe. Ich muss mal jetzt hier reingucken. Bevor ich hier irgendwas mache, das ist mein zweiter Account. Roundhouse. Nee, das sieht nicht so aus, als wäre hier ein Sexed Teacher mit drin. Das bedeutet, Dummy Fight, Aimona, Katz, das sind diese ganzen Sachen, die ich mir jetzt hier für diesen zweiten Account schon mal gegönnt habe. Da würde ich mal sagen, Sexed Teacher ist bought, baby. It's bought. Und da können wir auch gleich mal gucken, wie das danach aussieht, also mit den Werten hier. Sexy Teacher, I love it, I love it. Mega geil, kaufen, bam. Und dann können wir auch gleich erforschen. Ja, ich hatte mir da oben das mit der Erforschung mal freigelassen, wegen den Max, aber völliger Käse. So, gucken wir mal hier rein. Von 13 auf 15, von 16 auf 18, von 14 auf 16 und so weiter. Den erforschen wir jetzt einfach mal. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.